Irgendwas passt hier nicht so, ne? Aussetzer. Das ist das erste Mal auf diesem Trip, dass sogar ich ein bisschen Bammel habe. Och nee, Leute, echt nicht. Wir sind jetzt eigentlich schon fast zu Hause. Ich habe nur noch 200 Kilometer und auf einmal ist hier irgendwie ein Brummbär im Motor. Lieber Gott, schütze uns vor Sturm und Wind und Autos, die aus Frankreich sind. Eieieieieieie. Typisches Straßenbild hier, ne? In Frankreich. Die haben alle schon ein bisschen gelitten, ne? Hier und da mal ran an andere Fahrzeuge. Eigentlich ein schöner Cayenne Facelift, aber die besten Zeiten sind auch da. Ne, ich mach das nicht im Auto. Was machst du denn? Ich wollte jetzt anfangen. Ich wollte jetzt anfangen zu arbeiten. Gott. So, jetzt beginnt hier mein Arbeitstag. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass wir da ein bisschen Stress hatten an der Tankstelle. Eieiei, was war denn da los? Da ging es ja richtig zur Sache. Und dann hat das Getriebe hier noch rumgezickt und ich weiß nicht, was sonst noch alles so passiert ist. Wenn ihr bei diesem Teil hier angelangt seid, dann habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen. Und wir befinden uns jetzt wieder ein bisschen zurück quasi Richtung Monaco. Wie heißt der Ort hier nochmal? Fréjus. Da sind wir jetzt schon. Das habt ihr vielleicht eben sogar schon im Intro ein bisschen gesehen. Und natürlich gibt es hier auch einen Hafen, den ich hier gerade sehe, weil wir hier auf dem Parkplatz schon sind vom Hafen, vom Port. Ich würde mich ja über einen Daumen nach oben freuen an der Stelle. Und genau, das wollte ich nochmal nachhaken bei euch. Wer ist eigentlich seit den... Was war der erste Roadtrip? Spanien, ne? Spanien, Marokko. Wer war Spanien / Marokko. Roadtrip, wer ist schon dabei? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Interaktion generell bei YouTube so ein bisschen runtergegangen ist. Und da würde mich mal interessieren, ob da noch alte Hasen... Ja, wo ist das alte Feuer? Das alte Feuer, wo sind die alten Hasen von damals? Gibt es davon noch ein paar? Würde mich einfach mal interessieren. Also ich glaube, es ist nicht nur bei uns so, dass so die Interaktion runtergegangen ist, sprich Kommentare, Likes, bla bla, sondern generell sehe ich das auch bei vielen anderen YouTubern. Ist nicht mehr so zeitgemäß, ne? Sich zu bemühen. Die Welt dreht dank TikTok etc., glaube ich, einfach ein bisschen schneller. Was gibt's da denn? Ach, eine Wurst. Würde mich auch interessieren. Aber Likes sind ja jetzt nicht runtergegangen, aber die Interaktion, das Feuer in der Kommentarzeile, das ist ein bisschen runtergegangen. Ja, das war früher anders, ne? Aber liegt vielleicht auch am Sommerloch. Also die Leute, ja, du bist der Sommer, such ihn mal. Aber weißt du, es liegt vielleicht auch daran, dass die Leute was anderes machen. Die sind draußen. In der frischen Natur. Vielleicht ist nicht mehr so interessant in den Sommermonaten. Die machen das ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Vielleicht ist das jetzt einfach nur gerade so. Ja? Lecker. Und wir zwei, denke ich mal, werden uns jetzt mal in diese Richtung da hinten bewegen und einfach mal schauen, was auf uns wartet, ne? Ja. Okay. Man wollte ein bisschen Stress abbauen. Und der Stress ist erstaunlicherweise nicht mitgekommen. Zum Glück zu Hause geblieben, ne? Und das ist tatsächlich auch das erste Mal fußläufiger Strand, den wir so sehen. Mit Sand vor allen Dingen. Strand mit Sand, sagt man so, ne? Ah, müssen die Tauben füttern hier? Du verarschst doch wieder nur. Verarscht die Tauben. Willst du reinspringen? Nee, noch nicht. Dafür müsste hier nochmal eben die Wolkendecke aufgehen. Ja, ich glaube, morgen wird besser. Morgen, ne? Und er ist am Entspannen da hinten. Die bösen Chakren. Raus aus dem Körper. Raus ins Meer. Ab ins Meer damit. Was gibt's hier Schönes? Aha. Jo, ihr werdet so ein langes Video. Diesmal, wirklich, das geht 1,5 Stunden. Ohne einen Schnitt. Kriegt so ein langes Ding. Schönes Wetter. Das war ein anstrengender Fußmarsch, ne? Ja. Boah. Haben wir das auch abgearbeitet hier? Ein bisschen Durst habe ich da. Ich bin auch gerade so ein bisschen... Hab eben überlegt, ob ich mir hier an der Promenade noch irgendwie was holen soll. Aber ist ja auch Quatsch, ne? Da wieder dickes Geld investieren an so einem Kiosk? Nee. Guck mal, was ich nämlich dabei habe. Ey, das ist ja unglaublich. Holy. Und da können wir uns jetzt ganz entspannt mal machen, weil das Ganze ist natürlich auch to go. Ich habe ja vorgesorgt, habe ich natürlich mitgebracht. Das hier ist nämlich meine Lieblingssorte, Peach Black Tea. Die habe ich eigentlich immer dabei, ne? Also, hast du mich schon mal ohne gesehen, Heiko? Noch nie. Selten. Guck mal, und dann nehmen wir nämlich so einen schönen Scoop hier. Oh, ordentlich, ne? Ach, manchmal gehen da auch zwei rein. Schmeckt ein bisschen besser dann, ne? Ja. Zack. Schöne ist, natürlich ohne Zucker. Das geht hier nicht auf die Linie. Ja, sieht man, ne? Wasser haben wir immer dabei, wenn nicht im Auto, dann hier, ne? Geht's um mehr, ne? Und jetzt noch mal einmal schön durchschütteln. Mhm. Und voilà. Schon fertig. Wie man in Frankreich sagt, voilà, fertig.
Peach Black Tea. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Das ist mein absoluter Favorit, mein Dauerbrenner. Aber was ich jetzt auch für mich entdeckt habe, ist hier Honey Melon Green Tea. Finde ich vom Geschmack ziemlich geil, weil es sehr natürlich schmeckt. Und solltet ihr jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzen und sagen, hey, das will ich mal gerne probieren, dann habe ich noch einen Code für euch. Und zwar BOBERG5, mit dem ihr 5 Euro spart auf eure erste Bestellung. Und gerade als Neukunde kann ich euch nur wärmstens empfehlen, die Probierpakete mal zu probieren. Da habt ihr eine bunte Palette und von allen Sorten was dabei. Da könnt ihr euch reichlich durchprobieren. Und jetzt geht's weiter mit dem Roadtrip. Ah, da saßen wir eben noch. Und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Abstecher. Habe ich jetzt auch vermehrt in den Kommentaren des heutigen Videos gesehen. Nizza, ne? Soll ja eine ganz nette, hübsche, attraktive Stadt sein. Du bist jetzt nur vorbeigefahren, ne? Mhm. Liegt, glaube ich, so 30 Kilometer, wenn überhaupt, weiß gar nicht, von Monaco entfernt. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin und schauen mal, was da noch mal, was da so passiert, ne? Wir sind in Nizza, beziehungsweise ich glaube auf Französisch ausgesprochen, Nice, wenn ich es richtig ausspreche. Es tut mir leid, weiß ich, steinige mich für meine Aussprache manchmal in den Kommentaren. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir sind nicht fehlerfrei, wir Menschen, ne? Nice. Im Französischen nice, ne? Nice. Im Englischen nice, im Englischen nice, im Französischen Nice und auf Deutsch Nizza. Und das Wetter, ne, seht ihr? Es ist immer noch nicht so ganz auf unserer Seite. Murnau ist trocken. Murnau ist trocken. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, da herrschen ja 400 bis 500 Grad Degrees drin. So. Bis gleich. Tschüss, bis gleich. Da sind wir rein, ja? Da und hier saßen wir und haben uns dumm angeguckt, weil irgendwie komisches Gefährt. Ich weiß gar nicht warum. Oh. Sorry. Restaurants, Bars, weiß ich nicht. Und hier müsste das Meer dann einmal durch sein. Ich glaube, wir sollten uns mal ein Hoodie kaufen oder sowas, ne? Ich hab keinen. Mit Kapuze mal ein. Achso, der Bentley Boy ist halt auch keinen, ne? Nee. Oder einfach nach Hause fahren, weil da wahrscheinlich so. Hohoho, hat er nicht gesagt. Oh, Schlag ins Gesicht, ey. Nee, ich glaube, morgen wird es besser als Wetter. Oh Gott. Du wolltest ja ans Meer, ne? An den Strand wolltest du, ne? Hier regnet es und da hinten nicht, ne? Mhm. Genau. Hier regnet es mehr eigentlich, ne? Guck mal hier, die Stadtmauern. Ja, da kommt kein Wikinger durch, du. Die Leute haben sich ja ein bisschen mehr Kultur gewünscht. Hier, Stadtmauer, habe ich gelesen, Leute. Ein bisschen mehr Kultur, mehr Gebäude, mehr was wir essen wollen, die auch wissen. Oh, Bruder, Alter. Du wolltest ans Meer. Eben gesagt, ich bin so ein Meertyp, ich will ans Meer, das Meer ist so schön. Guck mal da, der Strand, der sieht aber schön aus, ne? Einladen. Ja. Dann gucken wir mal, was die Leute hier machen. Guck mal, die Leute sind hart im Nehmen, ne? Da wird sich da mal einfach der Regenschirm gespannt. Also für das Wetter ist hier richtig viel los, muss ich echt sagen. Auch echt am Wasser da. Ich habe eben Scherz gemacht mit dem Handtuch da. Aber hallo! Ja. Das sind ja schon wieder Steine. Da ist ja auch ein schöner Wald, ne? Absolut. Kannst du morgen auch noch weiter filmen, wenn das Wetter besser ist. Alles gut. Naja, ich zieh knallhart durch. Nö, du kannst morgen noch den ganzen Tag filmen. Na gut, danke. Weil das, die Leute wollen ja ein bisschen Summer-Vibes haben. Ein bisschen, weißt du, ein bisschen Roadtrip, ein bisschen schönes Wetter und so. Aber das musst du den Leuten ja gefühlt nicht zeigen. Oder wollt ihr das sehen? Das ist authentisch. Authentischer Content. Es kann noch mal so am Strand ablaufen. Das ist ein harter Hund. Er sagt mir, ich habe für den Urlaub bezahlt, also geht's auch ins Meer. Aber auch nur ein bisschen kurz. Ein kurzer Besuch. Jetzt ist es auch kalt, ne? Also auf den Fotos habe ich das gesehen, von oben. Das soll richtig schön, cool, richtig Azur, schön klar sein. Ne? Azur. Was ist denn Azur? Blau wie das Meer. Das ist eine Frage in die Community. Okay, dann schreibt's mal unten rein. Boah, einen französischen Crepe müssen wir mal einmal mitnehmen, ne? Das nützt nichts. Heftig, ey. Ja, ich wäre schon bei dem mit Banane, finde ich schon. Ja, ich glaube, der ist, den packe ich in den Warenkorb rein. Ach du Scheiße. Hallo. Einfach nur Ad. Ja, egal. Same order. Enter your name. Unbestellung vor Boberg. Boberg. Das Besteck gut? Das Besteck habe ich bekommen. Das hat Alkohol bekommen. Ich habe nochmal nachgefragt. Do you have knife and a fork? Du gemacht? Ja, ja. Sure, sure. We have. Und dann hat sie sich umgedreht und weitergearbeitet. Die haben noch nackt gekämpft hier, die Jungs, ne? Mensch, komplett nackt, komplett durchtrainiert. Sind wir jetzt mit dem Bild aus? Sorry, so. Ist bestimmt von verschieden. Oh, übrigens, auch gerade der Ironman World Championship hier, ne? Da wollen wir noch mal vielleicht spontan uns anmelden, deswegen gehen wir jetzt da rüber. Und tragen uns ein, oder? Bitte nicht. Check-in. Check-in. Jetzt komme ich. Athleten-Check. Haben die beiden jetzt mitgemacht, oder was? Ja, ne? Nein. Seid ihr gerade durch? Es gibt Athleten und es gibt hier Fanshop. Ja,
Fanshop. Schreibt es in die Kommentare. Hier ist bestimmt ein paar, die es abfeiern würden, ne? Ja. Guck dir mal diese schönen Gebäude an, ne? Sehr schön angestrichen. Da wurde gerade neu gemalt und das ist die alte Farbe. Oh ja, echt, ey. Die sind gerade am Renovieren. Ah, da ist sie ja, die Galerie Lafayette. Oh, Leute, Nizza haben wir hinter uns gelassen. Ja, das Wetter hat nicht so richtig mitgespielt, deswegen haben wir eigentlich nur, was haben wir eigentlich gesehen? Ja. Zwei Wahrzeichen. So ein bisschen Kultur haben wir ja doch mitgenommen und dann halt irgendwie so viel Einkaufspassage und ein Crepe. Den haben wir auch mitgenommen. Der ist da noch drin. Der haben wir den mitgenommen. Ne? Jetzt fahren wir weiter. Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Wir hören ja immer, ne, was die Leute schreiben. Menton. Ist auf jeden Fall grenznah zu Italien. Sind wir auch auf dem Hinweg quasi schon vorbeigefahren. Und ist auch so ein bisschen in Richtung Heimat jetzt. Ne? Ja. Also so ein leichter Schwung in Richtung Heimat, würde ich sagen. Und hier stehen wir gerade wunderbar im Stau. Aber morgen wird es besseres Wetter geben, ne? Ja. Freut euch darauf schon mal. Freut euch auf den Sonnenschein, darauf freuen wir uns auch. Heute Abend denke ich mal Essen, Hotel, der Klassiker, ne? Vielleicht versuchen wir unser Auto zu verkaufen bei ein paar Autohändlern oder kleinen Quad, Roller, Jetski. Wäre ein geiles Special, oder? Ja. Französisch ist das MR2, also Merde. Hey, wird gerade gebaut, ne? Ich glaube, das ist was ganz Feines. Bonjour. Passport, ID? Maximilien Goubert. Oui. Merci. Oh. So, zwei Personen. Wie sieht's aus? Willst du rein oder was? Ich hab sowas von Schiss. Los geht's. 150? Woher kriegen wir's hin? Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber, ne? Das wird knapp. Ne? Okay, wir stürzen ab. Auch schöner Titel. Das war's. Abgestürzt in Frankreich. Ja, das sieht so nach Jugendherberge aus. Kuckuck. Yo, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man. And welcome to my house. Wo ist jetzt der versprochene Balkon? Ja, den konnte ich nicht besorgen. Wie bei Omi, ne? Jetzt schreiben die wieder in die Kommentare. Sucht euch doch mal richtige Hotels. Das hat Boberg ausgewählt. Aber hier, Doppelverglasung. Ja, finde ich gut, dann hört man nämlich nichts von draußen. Ich gebe es zu, das war das günstigste. Ja, ich wusste es. Nö, ist doch super, immer in Einzelbetten, ne? Mhm, also, richtig. Nicht wieder uns in die Quere kommt. Digga, das sieht aus, als wenn hier meine Tochter pennen will. Das ist schon heftig. Ah! Das wird schon werden, ne? Was meinst du, wie das Internet ist? Gut, ne? Aber ich muss hochladen noch. Ich auch. Ja. Haben die überhaupt Internet? Digga. Hat er nichts von gesagt. Digga. So lebt ein moderner Franzose. Im Einstrichnetz. Auch mal ein bisschen. Einstrichnetz haben wir. Also wenn die kein WLAN haben, dann haben wir ein Problem. Dann kriegt ihr nämlich kein Video. Wobei, wir sind wieder bei den iPads angelangt. Ja, ja. Kleinen Rückschritt gab's, ne? Wollt ihr noch eine Roomtour, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Ja. So, ins Hotel eingecheckt, das war doch schon mal schön, das war schon mal toll, hat super funktioniert, ne? Wir haben sogar den Wi-Fi-Code. Wir haben jetzt Wi-Fi-Code. Wi-Fi-Code. Mal gucken, wie schnell es ist, das werden wir gleich erfahren, wenn wir wieder zurück sind. Jetzt laufen wir gerade quasi an der Playa längs, ne? Ist schon, ich hab einen kleinen Frosch. Hier Jetski fahren übrigens verboten, ne? Ja, ich trage eine Brille zum Jetski fahren. Führerschein für den Jetski habe ich auch, das ist nämlich ein ganz spezieller Führerschein, der Jetski-Führerschein. Und jetzt natürlich die Nahrungsbeschaffungsmaßnahmen, die hier stattfinden jeden Abend. Nahrungsbeschaffungskriminalität. Ja. Schönen Mundraub. Einen kleinen Mundraub gibt's jetzt hier, ne? Ist das hier der Big Boss oder was? Der Big Boss. Ah, hier, guck mal hier. Bruschetta, Burgers, Platz, Tapas. Ist eigentlich optimal. Thumbnail habe ich im Kasten. Moin. Fragen, ob die Kitchen noch warm ist. Ja, es sieht irgendwie keiner hat was zu essen, ne? Ja. Okay, ciao. Was ist das? 205 GTI Peugeot. Dein Baby, ne? Ja. Sind das Originalräder? Nee. Der war jetzt unspektakulär, aber für mich ist das ein besonderes Auto. Das ist mein allererstes Auto. Ist der breiter? Der hat so Verbreiterungen an den Radkästen, ja. Ey, geil. Und mein erstes Auto mit 8 Jahren. Mit 8 Jahren? Tja, natürlich auf abgesperrten Privat-Teststrecken, ne? Wir haben uns übrigens umentschieden. Also auf dem Hof. Achso, was ja, denn? Wir haben uns umentschieden. Das wird's jetzt. Und das Lustige ist, da ist das Hotel. Aber wir sind einmal bis da ganz runter gelatscht. Einfach nur, um zu gucken, wie das so aussieht. Für die Schrittanzahl haben wir was getan. Genau, wir haben es wieder geschafft, jetzt die wieder 10.000 Schritte. 12.000, Alter. Oh, Sole mio. Was heißt das? Die Sonne ist mit mir. Genau, rein ins Vergnügen.
ja doch nochmal eine italienische Pizza kurz vor Italien, ne? Was, wie heißt sie hier? Tricolore. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Nö, alles drauf, ne? Schicken Pizza. Okay, lass es dir schmecken. Guten Appetit. Gleichfalls. Und? Wünsche ich dir auch. Gute Nacht. Kleines Schweps. Kleines Schweps. This one is the spine. Yeah. Okay. I got yours and yours. Okay. But this spine here. Good. Bye-bye. Das war der Chef von der Pizzeria hier. Meint er nicht gerade, das ist sein Auto und das vom Chef steht da hinten? Das weiß ich doch nicht. Guten Morgen, liebe Sorgen, da sind wir wieder, ne? Eieiei, das Wetter, das spielt gar nicht mehr mit, Leute. Das riecht nach Heimreise, würde ich sagen. Es soll auch nicht besser werden. Also gestern stand es, soll besser werden, aber jetzt wieder nicht. Aber die erste Hälfte oder das erste Dreiviertel, muss man ja sagen, das erste Dreiviertel von früher Morgen, das war ja gutes Wetter. Jetzt ist es ein bisschen demotivierend, ne? Sieht ein bisschen nach Hamburg aus. Die Leute haben schon hier Winterjacken, die langen Mäntel an. Habe ich auch mal gehört. Haben wir noch nie thematisiert, ne? Dass die Leute sich hier gefühlt so ein bisschen freuen auf die kälteren Jahreszeiten, weil sie dann so ein bisschen Fashion, ein bisschen was tragen können und so. Ja. Weißt du? Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Frag nicht, was für Saft? Orangensaft. Turn up! Wie der Prinz von Monaco, oder? Frisch gepresst. Oh, lecker. So, ausgecheckt hier aus dem schönen Hotel Larissa. Wir haben Gott sei Dank richtig geparkt, weil wir standen nämlich gestern Abend noch da, wo jetzt die Marktstände sind, weil ich das Schild hier gelesen habe und hier steht nämlich was anderes drauf. Markt Dienstag und Sonntag. Dachte ich ja, Dienstag und Sonntag, alles gut, haben wir ja nicht. Aber da ist, glaube ich, jeden Tag Markt und hier ist dann wahrscheinlich Dienstag und Sonntag der ganz große Markt. Zum Glück haben wir das Ding nochmal umgepackt, sonst hätte es böse um uns gekommen. Was ist hier los? Es wird nicht weniger. Uiuiui, ja, ich sehe es. Da seht ihr es auch ganz gut. Ist so Kühlmittel ätzend für den Riemen? Nicht wie bei Öl oder so, ne? Nee. Öl wäre der Tod. Aber dieser Riss, der uns hier anlächelt, der, ja, das ist nicht so schön. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den seht, da, ja, der fokussiert gerade nicht so schön. Ja, ihr wisst aber, was ich, das ist dann, ja. Ja, genau, ist natürlich auch spannend, was er wieder sich genommen hat. Die war jetzt aber nicht voll. Nein, das war die alte. Also insgesamt jetzt, würde ich sagen, 1,2. Mhm. Das, was hier jetzt so rot leuchtet, das ist ja nur das Kühlmittel. Der Wasseranteil ist natürlich schon verdunstet. Das ist natürlich viel mehr als das bisschen, was man jetzt da sieht. Ja. Wir haben jetzt noch 1400 Kilometer, habe ich eben geguckt, wie dieses schicke Kfz hier durchhalten muss. Wie sind die Einschätzungen des Mechanikers? Wir haben ja zum Glück jetzt wieder entspanntere Temperaturen. Ja. Das passt schon. Drückt uns die Daumen. Ja. Wie gerückt. Der schluckt sich einen rein, ne? Ja. Hey, babe. Bravo. Au revoir. Au revoir. Mach's gut, mein Lieber. Was hat er denn hier zu meckern? Weiß ich auch nicht. Liquid Check erfolgreich, ne? Liquid Check erfolgreich. Aber darüber hat er sich keinen Gedanken gemacht, ne? Den hat er ja selber zu Hause. So, es geht weiter im Kontext. Polizeiauto gerade gesehen, die meinten tatsächlich gut. So. Ich dachte, die ziehen uns raus. Hatte ich auch kurz im Gefühl, aber wollten nur sagen, gut. Er meinte nur so, gut, gut, gut. Ich so, Messi. Was geht ab, ihr kleinen Piraten? Wir sind schon kurz vor Mailand und hatten hier gerade so ein paar Aussetzer. Weiß nicht, was da los war. Irgendwie lief er auf einmal nicht mehr auf allen Zylindern, hatte ich das Gefühl. Jetzt hat er sich wieder gefangen und jetzt tanken wir hier in Italien nochmal einmal voll. Aber mir ist hier eben gerade noch was Spannendes aufgefallen. Das habe ich auch jetzt erst gelernt. Guckt euch mal die Preise an, wenn man selber tankt. Und dann guckt euch mal die Preise an, wenn man nicht selber tankt. Schon heftig, 20 Cent. Ja, immer so ein bisschen rumgemuckst da vorne, ne, im Motorraum. Haben ein bisschen rumgesponnen. Kleine Aussetzer, ich weiß auch nicht. Jetzt waren sie wieder weg, aber in den Bergen waren ein paar kleine Aussetzer. Aber ja. Ich habe noch keinen Zylinder abgeschaltet. Also wir sind noch auf allen 12 Endern, ne? Jo, auf 12 Endern drauf. Bleibt weiter entspannt. Wir haben noch so bis nach Hause, würde ich sagen, 1200 Kilometer. Ob dieses Schätzchen es wirklich bis nach Hause schafft, ich weiß ja nicht. Irgendwie muckt es an allen Ecken und Kanten. Aber was man auch sagen muss, das Ding rollt. Das ist echt erstaunlich, weil es hat ja schon so ein paar Wehwehchen überall. So ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ne? Naja. Na, ihr kleinen Schlingel?
Jetzt regnet es hier aus Eimern unglaublich. Wir sind schon in der Schweiz, ey. Wir haben jetzt echt einen schnellen Fuß gemacht, ne? So sagt man. Und zwar sind es aber immer noch 290 Kilometer, sprich 3 Stunden 26 bis zum Bodensee, bis nach Friedrichshafen, bis nach Deutschland quasi. Und warum das eigentlich wieder als Zwischenhalt? Hast du das gesagt? Nee, haben wir nicht gesagt, aber ich habe das mal so erstmal reingenommen. Ich kann auch danach sagen, ey, wir fahren noch bis zu Marco Degenhardt. Ja, auf dem Prüfstand. Klar. Richtig, können wir noch jemanden auf dem Prüfstand. Marco, wenn du siehst, schreib mal eben rein. Schreib mal eben in die Kommis, ob wir kommen sollen. So, Schweiz, kein Internet, deswegen jetzt langweilig. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Schenk den Arsch zu dem Beat, bin der Star, den sie liebt. Asozial auf dem Kiez, das ist wie ein Paradies. Biggie, 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 ich bin VIP. Sie nennt mich Bobby G, hören Hypnotize Me. Das ist wie ein Paradies. Irgendwas passt hier nicht so, ne? Aussetzer. Ich glaube, ihr auf der Kamera werdet das jetzt nicht so mitbekommen. Nee, aber wir spüren's. Oh. Noch hat er den Zylinder nicht abgeschaltet. Das ist das erste Mal auf diesem Trip, dass sogar ich ein bisschen Bammel habe. Jetzt ist schon sehr regelmäßig. Also vorher hatte ich das Gefühl, weil wir halt hier knapp 2700 Kilometer gefühlt den Motor gar nicht gefordert haben, dass die Kerzen einfach so zugeguckt sind mit Ölkohle und fetten Verbrennungsgemisch, weil die Aussetzer dann halt weg waren, sobald man einmal reingepaddelt hat, Brennraumtemperatur wieder erzeugt hat und dann kamen sie irgendwann wieder nach ein paar Kilometern. Aber jetzt, wo wir die Berge hier hochstürmen, ist irgendwie die ganze Zeit. Oh, ich habe so Angst vor diesem Moment, ey. Ich hatte den schon ein paar Mal in meinem Leben. Vor allem hier, dieser, ne? Dack-Dack-Dack-Dack-Ding. Und dann geht der Motor auch einfach so aus. Und dann leuchten alle Lampen und dann rollst du da an die Seite und dann rufst du den ADAC an. Ja, hier möchte ich nicht so gerne an die Seite rollen. Fahren 50. Der hat immer noch Aussetzer. Ich habe jetzt einfach Tempomat 50 gemacht. Es kann natürlich auch nur eine Zündspule sein. Es kann, weiß nicht was sein. Ne? Also es ist komplett lastunabhängig. Besser fest, der wird komplett einfach ausfallen. Noch weg mit ihm. Okay. Abstecken. Sehr, sehr mutig. Wir haben noch 11 Stück. Schauen wir mal, wie es weitergeht, Leute. Was geht ab, YouTube? Seid ihr bereit? Ja, immer noch kein Internet und immer noch kein... Wieder keine Aussetzer. Wird eine Zündspule sein, alles gut. So, erstmal schön, ne? So ist, läuft jetzt richtig gut. Meine Anspannung ist erstmal wieder ein bisschen weg. Meine auch. Das ist noch viel mehr wert. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal weiterhin bergab. Die berühmte Brücke, die die Schweiz und Österreich trennt. Ist das Schweiz oder Liechtenstein? Na, sage mal, ist denn schon Weihnachten? Das ist sie, die deutsche Grenze, gerade passiert und im selben Zuge kommen ja irgendwie die Probleme wieder. Wieder Aussetzer, ich verstehe es nicht. Einfach aus dem Nichts. Ja. Aber er will ihn ja auch nicht ausmachen, haben wir jetzt mal. Er will ihn auch nicht ausmachen, also von Mercedes kennen wir alle das ja so. Sobald er über eine gewisse Zeitspanne eine gewisse Anzahl von Aussetzern hat, dann schaltet er den Zylinder ab. Sprich, keine Zündung mehr, keine Einspritzung mehr. Geil, gehen wir mal auf die 140 Reisegeschwindigkeit. Ah ja, wir sind ja wieder in Deutschland, stimmt. Dann kann es ja jetzt richtig losgehen. Gib ihm Knallgas. Hallo. Jetzt haben wir ihn mal hier auf Reisegeschwindigkeit von 140 km/h katapultiert quasi, ne? Ja. Jetzt ist es weg, ne? Die Aussetzer sind weg. Klar haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Vibration, wenn wir schneller fahren, aber die Aussetzer sind weg. Ich denke mal durch den Fahrtwind, ich vermute es jetzt mal, ich weiß es natürlich nicht, eine Zündspule auf irgendeinem Zylinder gekühlt. Die sind natürlich elektronische Bauteile, die manchmal Fehler entwickeln, sobald sie entweder warm oder kalt sind, halt ja temperaturabhängig sind. Jeden Tag kommt was, aber es geht auch mal was. Die klatschen sich quasi so ab. Radio geht wieder, Getriebe ist auch wieder toll. Dann kommt was Neues. Unglaublich, dass dieses Fahrzeug jetzt mittlerweile 2885 Kilometer gemacht hat und einfach noch fährt. Kilometertechnisch sagt er, ja, 800 Kilometer. Dann hätten wir so 3,5 ungefähr. Wäre schon heftig. Also da habe ich nicht dran geglaubt. Ich glaube, da haben die wenigsten Leute dran geglaubt. Das war wirklich das Spannendste an dieser ganzen Tour eigentlich, ob dieses Fahrzeug das packt. Wir haben es noch nicht gepackt, denn wir sollen den Tag nicht vom Abend loben. Och nee, Leute, echt nicht. Wir sind jetzt eigentlich schon fast zu Hause. Wir haben nur noch 200 Kilometer und auf einmal ist hier irgendwie ein Brummbär im Motor. Ich weiß nicht, das kommt gefühlt aus dem Motor. Erst dachte ich Riementrieb. Digga, als ob das im
irgendeine Ansaugbrücke ist oder so. Ja, das hört sich auch ein bisschen wie Plastik, finde ich. Als ob er irgendwas eingesaugt hat. Was ist das? Was vor der Ansaugbrücke sitzt. I was very sad to see that, so it's really tough. Es hört sich so an, als wenn es hier von links kommt irgendwie. Als ob das vor dem die Drosselklappe oder so? Ich mach den einfach mal ab, vielleicht können wir irgendwas sehen. Ein paar Sekunden später. So, Eiko hat das mal abgeschraubt. Ja, das und siehst du jetzt nichts, ne? Aber es hört sich echt so an, das passt dann auch zu den Fehlzündungen, wenn da natürlich irgendwo was im Einlasskanal drin steckt, ne? Ist nur die Frage, was steckt da drin, ne? Eine Taube genau. Wird's jetzt nicht sein. Eine Taube wird's nicht sein, eine Ratte wird's auch nicht sein. Durch einen Ansaugbereich ist das echt schwierig. Erstmal hat man den Filter, dann hat man den Luftmassenmesser mit dem Sieb, mit dem Gitter. So, dann kommt der Turbo. Der hat jetzt auch nicht so viel Platz, da was durchzulassen. Es muss eigentlich nach dem Turbo passiert sein. Und da kommt eigentlich nur der Ladeluftkühler in Frage. Aber was soll da abgebrochen sein intern? Weiß ich nicht, ne? Aber so hört sich das an. Weiß nicht, vielleicht machen wir einmal an. Er hat jetzt halt kein Luftmassenmesser. Keine Ahnung, ob er überhaupt so anspringt. Aber vielleicht hört man dann mehr, weißt du? Das Ding löst sich gerade auf, habe ich das Gefühl. Muss da drin sein. Hört sich auch an, als wenn es hier vorne an der Stirn ist. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass intern irgendwas abgebrochen ist, was jetzt da drin rumschlummert, aber ich wüsste auch nicht was. Ja, oder im Zylinderkopf ist irgendwas, ne? Ja. Das Ding ist, der Zylinderkopf ist ja auch mit der Ansaugbrücke verbunden. Das heißt, es schallt natürlich hier drin in dem Körper auch. Weißt ja. Du? Kann natürlich auch sein, dass es Zylinderkopf ist. Ja, wir werden den jetzt wohl kaum auseinanderschrauben, nein, ne? Nein, vorsichtig nach Hause fahren. Wir hätten das ja niemals gehört, wenn wir es nicht getankt hätten. Nee. Hätten wir es ja gar nicht mitbekommen. Nee. Weil drinnen hörst du das nicht. Ich weiß, was die Kommentare sagen werden. Und zwar, dass sie hier stehen, keine Ahnung, da sucht euch irgendwas, bevor der Motor hops geht. Aber ich kenne mich auch. Ich liebe das Risiko. Naja, wir werden sehen. Bleibt einfach spannend dran. Tatsächlich sind wir in Hamburg angekommen. Das Geräusch ist noch da, komischerweise. Ist jetzt nicht verschwunden. Es ist auf jeden Fall nicht geschmolzen. Ne? Es war eine heftige Tour, wenn man sich das hier mal anguckt. 18,5 Stunden, 1500 Kilometer am Stück ist Eiko das Ding hier eben durchgeknallt. Ne? Kein Problem, ganz entspannt. Aber ich muss sagen, ich kann vielleicht jetzt, also den Bentley-Hype, kann man das so nennen? Ja. Also deswegen, warum Max einen hat, Hagen einen hat, kann ich ein bisschen verstehen. Weil das sich wirklich sehr entspannt auf Langstrecke fährt. War eine spannende Reise auf jeden Fall. Und ich muss sagen, jetzt gerade auf den letzten Metern habe ich niemals damit gerechnet, dass wir es jetzt bis hierher schaffen. Eiko hat jetzt noch ein kleines Stück nach Hause. Und ich hoffe, dass du das auch schaffst. Wenn irgendwas passiert, kannst du mich gerne anrufen. Ne? Und den, ja, was das da ist, das seht ihr vielleicht dann bei dir. Ne? Ja, das sieht man noch. Vielleicht bei mir. Ja, das Outro war jetzt ein bisschen hektisch. Ich wollte das trotzdem noch mal eben mitnehmen. Wir haben es jetzt 17:45. Ich bin hier zu Hause in Hamburg und wollte einmal nochmal Danke sagen für alle, die zugeschaut haben. Es war auf jeden Fall wieder mal eine sehr spannende, interessante Reise und ein geiler Ride-Out und ein geiler Roadtrip, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, wie eigentlich immer. Diesmal echt, also jetzt die letzten 1,5 Stunden, ich weiß nicht wann ich, ey, das waren die längsten 1,5 Stunden meines Lebens und nur am Schwitzen. Ich hoffe, dass Alko jetzt noch gut nach Hause kommt. Ich denke, das werdet ihr dann alles in seinem nächsten oder in irgendeinem seiner Videos sehen, wie es da weitergegangen ist. Das würde mich nämlich jetzt gerade auch ziemlich interessieren, was da los ist und ob er es geschafft hat und so weiter und so fort. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und hoffe, er muss mich nicht gleich anrufen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hat Spaß gemacht. Daumen nach oben, gerne ein Kanalabonnement und im Anschluss geht es dann hier wieder weiter mit meinem CLS-Projekt, wo noch ein paar Sachen anstehen. Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, das geht jetzt auch direkt zackig weiter im Programm. Ne? Also danke sehr. Tschüssi.